Yeah, Gretchen Falsch, my whiskey friends. Welcome to my whiskey. Ciao, whiskey. Doc, what's a crack with skin of my multimate zu Mukoritz? Ja, ich hoffe, es geht euch wieder alle gut. Mir geht's wieder gut. Ja, nicht wundern, dass ich heute nicht am Wochenende ein Video mache, sondern diesmal früher, weil Wochenende habe ich wieder ein, beziehungsweise kommt meine Freundin, mein Bonnie Lassie, ja, und da habe ich keine Zeit, das zu machen, weil wir da weg müssen. Und da habe ich gedacht, da mache ich heute mal schnell ein Video. Und ich habe da mal diesmal ein spezielles Video, ist ein Sample-Video. Das komme ich nachher noch zu, warum ich Samples habe. Erstmal besten Dank, thank you very much, Andy, dass du mir gegeben hast, die beiden Samples. Und zwar sind das Samples, Proben oder Samples von, wie gesagt, mein Homie, mein Mo Mate Andy. Und zwar handelt es sich nicht um den 18-jährigen Daimo, den wir hier haben. Ich habe den nur mal die Flasche geholt. Wie die denn aussehen, die kennt ja, glaube ich, nun jeder Dalmor. Ich wollte da nur noch kurz was zeigen gleich. Und zwar haben wir zwei Vintage-Abfüllungen. Und zwar haben wir einmal, nicht, dass ich sie jetzt vertauscht habe, ich habe gesagt, die Seite beginnt von klein nach oben. Genau, 2003 bis 2022 haben wir hier. Und hier haben wir 2007 bis 2022, sprich, ja, so 18, 19 Jahre alt. Wir sagen jetzt einfach mal 18-Jähriger und 15-Jähriger. Genaues konnte ich nicht sagen, wann er jetzt genau in welchem Monat genau abgefüllt wurde. Wenn es vielleicht im November ist, was ich nachher noch zu sage, dann im November. Aber wann er jetzt zum Beispiel abgefüllt wurde, ja genau, welchen Monat er destilliert wurde und dann, wo er abgefüllt wurde, das kann ich nicht genau sagen. Ich weiß nur, dass im November werden immer so, das ist bei beiden Whiskys aber, die gehören zur Vintage Collection und da werden immer im November in den historischen Sandsteinlagerhäusern, die werden dann besucht und davon werden eine Handvoll Whiskyfässer ausgesucht. Und die werden dann vermehlt. Ja, was ich nur zeigen wollte, ist, bei die Vintage Collection ist es wie bei denen hier. Das kann man abnehmen. Ist eigentlich ganz gut gemacht. Dann habt ihr hier den Namen. Dalmor. The Dalmor. Und Cockney. ja, und dann kann man das so raufstellen. Und das sieht dann wie ein kleiner Pokal so aus. Ja. Warum habe ich zwei Abfüllungen als Probe genommen? Erstmal, weil ich die geschenkt bekommen habe. Er hat gefragt, ob ich darüber ein Video machen will. Und da habe ich gesagt, ja, die haben mich sowieso beide interessiert, sagen wir jetzt mal. Weil das Besondere an den beiden Whiskys ist, sie sind diesmal nicht kühl gefiltert und nicht gefärbt. Ja, das kommt bei Dalmor also auch mal vor. So soll es jedenfalls sein. Da hat doch schon ganz andere Farbe hier als wie dieser, sage ich jetzt mal, 18-Jährige in die Flasche. Wir hatten jetzt von klein auf groß. Okay, ich stelle mal einen hier runter. Wir fangen mit den kleineren an. Nein, ich mache genau, wir fangen mit dem größeren an. Nein, ich habe jetzt so gemacht, 2003. Der bleibt stehen. Genau, und wir fangen jetzt mit denen an hier. Das ist nämlich, ich komme jetzt durcheinander. Ich habe mir auch kein Kärtchen angemacht oder so, aber ich habe es noch hinbekommen. Ja, und zwar ist dieser Whisky von 2007 bis 2022, lauter Zahlen, hier muss man immer 30.000 Mal nachdenken. So. Gereift ist dieser Whisky in Ex-Bourbon. Ich habe mir das mal aufgeschrieben, weil da war eine Menge dabei. In Ex-Bourbon-Fässer, die stammen aus amerikanischer Weißeiche. Dann ist er in Methusalem-Sherry-Cars gereift. In Amoroso Sherry Cast und dann nochmal in ein Small Batch Bourbon Cast. Wie gesagt, diese Whiskys sind nicht gefärbt und nicht kühl gefiltert. Die Farbe ist diesmal so goldlich und nicht wie sonst immer ziemlich rot und dunkel und kirschig und so. Und ja, das bin ich mal gespannt, wie das ist. Und ich habe gesagt, ich nehme die beiden, weil ich hätte sie mir vielleicht gekauft. Aber ich kaufe nicht mehr alles von Dalmor. Wer mich kennt, weiß, ich mag, ich liebe Dalmor vor allen Dingen. Weil die machen für mich schöne Whiskys, auch schöne Spitzenwhiskys dabei.
Gibt es auch schöne Whiskys ohne Altersangabe. Das Problem bei Damo ist, dass sie ziemlich teuer sind, die meisten. Also, oder viele, sagen wir mal, alle jetzt nicht über einen Kamm sozusagen. Der 12-Jährige, ja, geht eigentlich noch. Und so der Portwood geht eigentlich auch noch. Aber es geht dann schon los mit den 21- und 25-Jährigen. 21, glaube ich, jetzt schon bei 600 Euro oder 700 eine 1000-Jährige. 1000-Jähriger Whisky. Wäre nicht schlecht, den dir zu haben. Der 25-Jährige über 1000 Euro, meinte ich ja natürlich. Das sind schon Preise. Und dann gibt es auch natürlich mit ohne Altersangabe. Und die kosten dann auch so 2000, 3000. Oder Whiskys, die da schon mal ersteigert wurden in Asien für, keine Ahnung, 110.000 Euro oder noch teurer. Ja, aber wir sind ja heute bei den billigen Whisky sozusagen im Gegensatz zu 100.000. Aber zu den Preisen kommen wir nachher. Und da habe ich mir gesagt, okay, ich mache erstmal die Sample-Dinger, bevor ich mir wieder kaufe und so, weil ich nicht mehr alles da unterstütze. Das ist mir dann doch zu teuer, sage ich mal, nicht wegen finanziellen. Finanziell habe ich ja zum Glück keine Probleme. Aber ich kaufe das nicht mehr alles, was mir gefällt. Ich kaufe schon, was mir alles gefällt. Aber ich kaufe nicht mehr einfach so. Wenn ich jetzt dann Whisky sehe, ach, 500 Euro nehme ich mit, pack mal ein. Oder was? Weiß ich nicht mehr. Ja, warum? Warum? Es ist nur ein Getränk und man ändert seine Zeit auch manchmal ein bisschen doch schon, wenn man ein paar Whisky schon verkostet hat und weiß, dass es auch günstige Whiskys gibt, die genau mithalten können oder sogar besser sind. Okay, wir machen aber jetzt den 2007er zu 22. We make a nosing. Okay. Das ist auch kein Battle oder so, wie all diese Whisky Space immer machen. Das ist einfach nur beide verkosten. All diese Lolly. From Mother Space. Ja, hier habe ich organisch so doll die Kirschen. Hier kommt als erstes mehr der Honig. Dann so Ingwer, finde ich. Schön süß. Kirschen sind aber mit bei, bloß nicht zu kräftig. Auch ein bisschen Pflaumen wieder, fast das Typische von Dalmor. Eine gute Holznote kommt durch, die Eiche. Ja, brauner Zucker auf alle Fälle auch wieder dabei. Wie Zuckerstangen, so kann man sagen. Also schön süß ist er. Honig ist sehr, sehr dominierend, finde ich jetzt. Geht schon leicht auch so sirupartig mäßig, würde ich sagen. Ich habe auch nichts anderes von Damo erwartet. Weder im Preis oder im Whisky. Ja. Schön. Bisschen Datteln habe ich jetzt auch drin. Datteln mit Zucker drüber. Die Whiskys haben jetzt beide schon ein bisschen hier gestanden, also sie haben sich gut entfaltet, sage ich jetzt mal. Gute 15, 20 Minuten haben sie schon gestanden. So. Okidoki, Sven Schuh. Gut, ach so, ich wollte noch sagen, er hat 45,5% Alkoholvolumen. 46,5 Alkoholvolumen, genau. Die sind aber nicht brennend auf der Zunge. Aber es sind, weil es ja nicht mal 40 sind, wie oft. Ich weiß gar nicht, was der 18-Jährige hier hat. Hatte den ja auch mal. I don't know. Er hat 43 sogar nur. Also 46,5 Alkoholvolumen, merkt man gleich. Und
Orangen kommen jetzt schön, Mandarinen, die Süße, wunderbar. Man merkt, dass Daimler tun mehr Alkohol, nicht bei, bei denen hier eigentlich, tun mehr Alkoholvolumen gut. Da kommt dir viel, viel mehr Aromen rüber jetzt, als wie beim 12-Jährigen oder beim 18-Jährigen, die auch schon gut sind in meinen Augen, wo der 12-Jährige manchmal ein bisschen wässrig ist, aber sonst, aber hier, wow, merkt man richtig. Ein bisschen Schokolade auch, aber wie gesagt, Orange, Mandarin, Cremigkeit, er bleibt langanhaltend. Er ist wunderbar, Zucker auf der Zunge, brauner Zucker, ja, wunderbar. Slancho. Wow. Oh. Jetzt haben wir wieder ein bisschen Zitrone, aber die Orangen schön saftig, spritzig, noch Blutorangen, Chocolate, wie gesagt. Pflaumen habe ich jetzt nicht im Mund. Jetzt kommt ein bisschen Kirschen, Creme, ölig, Zucker, Zuckerwatte. Ja. Ich wusste, dass Daimler das gut macht. Okay. Wollen wir gar nicht so lange aufhalten. Machen gleich den nächsten. Kann ich auch sagen, ist auch nicht kühlgefiltert und nicht gefärbt. Bleibt immer noch lang anhalten, deswegen warte ich kurz mal. Ich habe jetzt auch nichts zum Ausspülen hier, aber gut, okay, das wird sich, denke ich mal, ähnlich sein. Ja. Dieser kommt hier. Das ist der von 2003 zu 2022, also 19 Jahre alt, 18 Jahre alt, irgendwie so. Ne, 19 Jahre alt, 22. 3 plus 18 sind 21, 1 dazu, 19 Jahre alt. Ja, und 18, 19 Jahre alt, so in den Dreh. Kommt darauf an, wann er jetzt abgefüllt wurde, wie gesagt. Weiß ich nicht. Er kommt mit 46,9% Alkoholvolumen. Und dasselbe ist das gleiche, gehört zur Vintage Collection auch. Exen Collection. Und wurde da auch in die Sandhäuser, wie gesagt, die Lagerhäuser und bla bla bla. Das hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Mehr brauche ich eigentlich gar nicht sagen, deswegen werde ich jetzt den verkosten. Und ja, nicht kühlgefüttert, nicht gefärbt, 46,9% Alkohol, ein bisschen mehr, fast aber gleich wie der, bloß älter. Slancho. Aha. Hier drückt auch schön. Kirschen, aber kräftiger als bei dem anderen. Zartbitter Schokolade. Auch Orangen. Mandarin. Ja, Mandarin nicht ganz so doll wie bei dem davor. Mehr Pflaumen. Er hat mehr kräftige Pflaumen. Stärker noch das Holz. Man merkt, es ist ein älterer Whisky. Merkt man sofort. Der andere ist ja natürlich auch schon alt, mit 15 Jahren. Ja. Aber den merkt man richtig schön. Ich würde auch tippen, bei die Fässer könnten vielleicht auch 20-Jährige mit drin sein, vielleicht nicht so viel. Vielleicht sogar 21, weil er hat ziemlich intensiv den Zucker, Creme, Kirschen, wie gesagt, Pflaumen, dunkle Beeren. Das, was man bei Daimler eigentlich erwartet, oder ich erwarte. Ja, wieder Honig, alles da. Hatte ich vorher eigentlich schon gerochen oder gleich getrunken? Ich habe, glaube ich, gleich getrunken. Ja, aber ist nicht schlimm. Kann ja zwischendurch nochmal. Ja, er hat auch Zucker. Kirschen, Pflaumen. Genau das, was ich im Mund schon hatte, habe ich hier nochmal in der Nase, aber ist egal. Ich habe jetzt beim zweiten Mal, machen wir beim ersten Mal, jetzt ist es wie zweiter Mal. Ja.
Hätte ich mal beim ersten Mal noch mehr, hätte ich doch mal mehr gerochen oder gerochen. Vielleicht war noch ein bisschen anders drin. Ist mir, glaube ich, das erste Mal jetzt passiert bei meinen ganzen Videos. Aber egal. I don't care. That matter. Ja, man merkt so dieses Gebäck. Ingwerkuchen würde ich jetzt sagen. Hier kommt richtig Ingwerkuchen raus noch. Mit Torte, Kirschtorte. Ja, okidoki, Slanchuo. Wunderbar. Zweite Mal noch intensiver. Man merkt wirklich, dass diesen beiden Whiskys die Prozente vom Alkohol höher sind, dass sie wirklich gut tun, den Whisky. Wunderbar. Da haben sie wirklich bei beiden Whiskys gut gemacht. Hier bleiben jetzt bei dem älteren die Kirschen immer noch drin. Jetzt kommt so ein bisschen Erdbeer mit Zucker drüber und Schlagsahne. So ein bisschen cremig noch. Mhm. Ja. Beide wieder mich begeistert, beide Whiskys. Ja. Ob ich sie kaufen werde, weiß ich nicht. Das, weil ich sage mal, der zum Beispiel von 2007 zu 2020 kostet im Angebot 100, um die 130 Euro. 125 war, glaube ich, am billigsten, aber da ist ja, glaube ich, ausverkauft. Ja, 130 und dann geht es aufwärts, keine Ahnung. Naja, finde ich, ich weiß, andere sagen in der heutigen Zeit und heute Zeit muss alles teurer werden, muss gar nicht, alles Blödsinn. Oder ich wusste gar nicht, dass Daimler Brennerei auch Whisky in Russland hat. So, ihre Distillerie. Man weiß nicht. Nein, ich sage, er könnte gut 90 kosten, dann würde ich ihn sofort kaufen. Okay. Und bei diesem Whisky 2003 zu 2007 kann man noch sagen, oh, günstig, 330, glaube ich, billigste Angebot. Auf geht's bis knapp 400 wieder. Ja, was soll ich dazu noch sagen? So, ja, kann man noch sagen. Ich habe eigentlich gerechnet, so 600, 700 wieder, kein Problem, weißt du. So. Ja, für den Preis, also den kaufe ich nicht und den anderen weiß ich noch nicht. Ich denke mal aber nicht. Haben wir beide gemundet, um sozusagen, haben beide geschmeckt. Vom Preiswischen her, nein, wird nicht unterstützt. Wer möchte natürlich das unterstützen, auch als Dalmo-Fan. Ich bin Dalmo-Fan auf alle Fälle, aber ich mache nicht mehr alles. So, habe ich ja vorhin gesagt, ja, dann wünsche ich euch jetzt mal nicht, auch doch kann ich auch schon wünschen, schönes Wochenende voraus. Und ja, dann sage ich einfach, bleibt alle gesund und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und alle, die ihr lieb habt und wir sehen uns beim nächsten Mal und